bin Nachkomme eines Häftlings von Auschwitz-Birkenau und Buchenwald und bin zu VVN eigentlich gekommen, weil ich gemerkt habe, dass wir Nachkommen als dritte Generation hier stärker aktiv werden müssen. Mütterlicherseits wiederum war da Großvater Soldat der 2. Polnischen Armee, die an der Seite der Roten Armee bei Bautzen in Sachsen gekämpft hat 1945 und Teil der großen Berliner Operation auch war, die versuchte, Deutschland und Berlin vom Faschismus zu befreien. In Deutschland wird an vielen Orten, so auch im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst, wo 1945 die Kapitulation Nazi-Deutschlands unterzeichnet wurde, der 8. Mai als Tag der Befreiung gefeiert. Es war der Tag, an dem die bedingungslose Kapitulation aller Teile der deutschen Wehrmacht in Kraft trat und der Zweite Weltkrieg in Europa beendet wurde. Die Unterzeichnung der Kapitulationsvereinbarung fand nach sowjetischer Zeitrechnung allerdings am 9. Mai statt. Der 9. Mai ging somit als Tag des Sieges in die Geschichte ein und wird in Russland bis heute als Feiertag begangen. Am 9. Mai finden am sowjetischen Ehrenmal im Berliner Treptower Park jährlich Feierlichkeiten zum Tag des Sieges statt, die von verschiedenen Organisationen wie auch der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BDA, mitorganisiert werden. VVN-BDA ist die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten ist eine recht große bundesweite antifaschistische Organisation mit aktuell mehreren tausend Mitgliedern vertreten in allen Bundesländern. Das ist es, was wir sind. Ja. An der Stelle muss ich auf die Geschichte der VVN-BDA eingehen. Diese ist in den Jahren 1947 und 1948 deutschlandweit gegründet worden von den Überlebenden der Konzentrationslagern, von Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern, von Menschen, die vertrieben worden sind von den Nazis aus dem Exil zurückgekommen sind, Menschen, die in den Streitkräften der Anti-Hitler-Koalition bei der Resistance in den unterschiedlichen Partisanenverbänden mitgekämpft haben. Sind wir also sozusagen, wie der Name ja schon sagt, ursprünglich eine Organisation der Verfolgten und der Überlebenden gewesen. Und deren Zahl ist natürlich im Laufe der Zeit sehr, sehr zurückgegangen. Aber wir sind froh und stolz, auch heute noch in unseren Reihen recht viele Überlebende, Widerstandskämpfer und Verfolgte zu haben. Viele unserer nicht ganz so alten, jüngere Mitglieder sind Kinder oder Enkelkinder von Verfolgten und Widerstandskämpferinnen und Kämpfern. Angesichts des Wiedererstarken des Antisemitismus, des Nationalismus in Europa, müssen wir uns die Frage stellen, wie wir diese Arbeit, diese Erinnerungsarbeit tatsächlich leisten können, ohne die Zeugen von damals. Aber bei der VVN glaube ich, dass wir mit deutschen Nachkommen, der deutschen Widerstandskämpfer gegen den Faschismus, die vielerlei Gründe hatten, also von Arbeiterwiderstand über religiöse Motivation des Widerstandes und bei mir eben ein Nachkomme eines polnischen Überlebenden oder eines polnischen Widerstandskämpfers, glaube ich, dass wir uns hier mit diesen verschiedenen Zugängen gemeinsam bereichern und gemeinsam diese Erinnerungsarbeit fortführen können. Ein großer Teil unserer Arbeit ist tatsächlich historisch-politisch. Ja, da geht es um die Errichtung und die Pflege von Gedenkstätten, da geht es um das Organisieren von Gesprächen mit Zeitzeugen und Zeitzeugen. Aber die VVN-BDA ist viel mehr als das. Also wir machen beileibe nicht nur Geschichtsarbeit, sondern wir versuchen uns, soweit wir können, in die aktuellen politischen Kämpfe gegen Faschismus, Rassismus, Nationalismus einzumischen. In unterschiedlichen Bündnissen sind wir aktiv, aber machen auch so viel im Umfeld von so Gedenktagen. Ne? Also der Tag der Befreiung, 8. Mai, ist auf jeden Fall wichtig. Die Jahrestage der Pogromnächte um den 9. November herum. Der 27. Januar als Gedenktag für die Opfer des NS. Also das sind so immer wiederkehrende Anlässe, wo wir dann aktiv werden und Veranstaltungen machen. Was wir nur ein
Wir trauern um Millionen Menschen, die ihr Leben einsetzten und den Tod fanden. Wir erinnern an die Juden, Roma, Sinti und die Zivilbevölkerung in der Sowjetunion. Sie alle wurden Opfer des faschistischen Eroberungs-, Raub- und Vernichtungskrieges. In unserer Organisation engagieren sich zahlreiche Nachkommen von Verfolgten des Naziregimes. In ihren Familiengeschichten spiegeln sich in vielfältiger Weise Holocaust, Widerstand, Verfolgung und Exil. Unsere Vorfahren leisteten Widerstand gegen den Naziterror in Deutschland oder retteten sich ins Exil, kämpften für Spaniens Freiheit und den Armeen der Anti-Hitler-Koalition, überlebten Deportationen, Ghettos, Konzentrationslager, Zuchthäuser, Gefängnisse und Zwangsarbeit, auch Repressionen im Gulag. Tausende von ihnen starben, wurden ermordet und fielen im Kampf gegen den Naziterror. Es war für mich persönlich eine sehr, sehr berührende oder emotionale Erfahrung, auch zum Beispiel mit Hans Koppi, der 1942 in dem Frauengefängnis in der Barnimstraße zur Welt kam. Sowohl seine Mutter als auch sein Vater wurden danach ermordet in Plötzensee. Und mit so jemand zu sprechen, der so eine persönliche Erfahrung hat, der auch eine bestimmte Traumatisierung erfahren hat, war für mich als Nachkomme sehr wichtig, auch wenn ich aus einem anderen Land komme, auch wenn ich sozusagen Nachkomme bin von den deutschen Verfolgten. Das hat mir gezeigt, dass die Antifaschisten über die Grenzen zusammenarbeiten können, dass nicht irgendwie die ethnische Abstammung oder soziale Hintergründe eine Rolle spielen, sondern dass wir hier politisch für eine gemeinsame Sache eintreten können, uns gegenseitig bereichern können mit unseren Erfahrungen. Die Arbeit mit Zeitzeugen aus verschiedenen Hintergründen, mit unterschiedlichen persönlichen Bezügen zur Geschichte des deutschen Faschismus, ist ein wichtiger Aspekt dessen, was die VVN-BDA leistet. Der Kontakt zwischen Zeitzeugen und der heutigen Generation macht Geschichte nachvollziehbarer und verdeutlicht die Schrecken des Nationalsozialismus mehr, als jedes Geschichtsbuch es könnte. Ob Überlebende des Holocaust darüber sprechen, welche Gräuel sie durchlebt haben, oder Kämpferinnen und Kämpfer der Roten Armee von der Befreiung Deutschlands berichten, das Ziel und die Hoffnung, die dahinter stehen, ist, dass sich jüngere Generationen und durch die Dokumentation dieser Veranstaltung auch kommende Generationen der Forderung nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus anschließen und für eine friedliche und gerechte Gesellschaft einstehen. Wir weinen sozusagen mit und trauern um alle, die ihr Leben für den Frieden opfern mussten. Und sie hoffen, dass wir alle einig sind, dass die Schrecken des Krieges nicht nur nicht vergessen sein dürfen, auch die Geschichte nicht verdreht sein darf und alle Opfer von allen Seiten nicht vergessen sein dürfen. Die Kräfte der extremen Rechten, ja, wenn ich jetzt mal alles reinschmeiße, von AfD bis hin zu regelrechten Neonazis, ja, die sind nach wie vor hochaktiv, die gewinnen an Einfluss. Sie haben nie aufgehört, also auch nicht seit 1945 nie aufgehört, ihre menschenverachtende Ideologie zu verbreiten, Leute zu terrorisieren, zu verfolgen, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten, auch zu ermorden. Ja. Von daher ist es ganz klar für jeden, der ein bisschen Mitmenschlichkeit, ein bisschen Mitgefühl hat, dass dagegen was gemacht werden muss. Und an uns ist dieses Thema nun besonders nah dran. Ja? Also wir haben immer all die Jahre zu tun gehabt mit den Überlebenden, Verfolgten und Widerstandskämpfern. Wir haben das zum Teil in den eigenen Familien. Wir wissen, was ein entfesselter Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus anrichtet. Ja? Dass er zu massenhaften Mord führt. Wir wissen, was eine nationalistische, imperialistische Politik der Angriffskriege und der Kriegstauerei anrichten kann. Und wir müssen einfach zusammen mit allen, die da das ähnlich sehen, versuchen,
diesen Entwicklungen heute entgegenzutreten. Ja? Also, wir möchten gerne in einer Welt des Friedens und der Freiheit leben. Ich denke, das wollen viele Menschen. Und die Feinde dieser Welt oder die Feinde von Frieden und Freiheit, die müssen wir zurückdrängen. Die Aufklärung über die Geschichte des deutschen Faschismus und ein Bewusstsein dafür, was geschieht, wenn menschenverachtende Ideologien das Handeln einer Gesellschaft leiten, sind heute wichtiger denn je. Die Tendenz zum Vergessen kann gefährlich sein. Gedenken ist zeitlos und erinnern heißt kämpfen.